Herzlich willkommen bei Molecular Monday von Chemistry. Wir kümmern uns heute um die Wilsmeyer-Haag-Reaktion, eine Reaktion, um etwas zu formulieren, das heißt, um eine Aldehydgruppe in ein Molekül zu bekommen. Benannt ist diese hier nach Anton Wilsmeyer und Albrecht Haag. Wir brauchen hier zwei Chemikalien zuallererst. Das eine ist Dimethylformamid, besser bekannt als DMF, und Phosphoroxychlorid. Zwei nicht ganz so ungefährliche Sachen, aber ich brauche sie dafür. Und was hier passiert ist, dass wir im allerersten Schritt eine SN2-Reaktion haben. Schreiben wir mal auf, SN2. Und dazu haben wir auch schon ein passendes Video. Ja, was passiert hier? Es kommt hier zu einem Angriff an das Phosphoratom. Und dann wird das Chlorid hier rausgeholt. Das ist quasi meine Substitution. Die Bindung vom Stickstoff geht dann hier hin und dann kommt es zu einer Doppelbindung. Ja. Das resultiert dann in folgendem Molekül. Wenn ich jetzt hier meinen Stickstoff habe, hier sind noch die beiden Methylgruppen dran, habe ich jetzt hier eine Doppelbindung. Hier ist jetzt der Sauerstoff. Und hier jetzt die neue Bindung zum Phosphor. Das kürze ich jetzt auch mal ab mit PCl2. Und hier noch der Sauerstoff. Hier ist noch ein Wasserstoff. Und natürlich jetzt das Cl-. So. Natürlich, wenn ich jetzt eine negative Ladung hier habe, muss ich irgendwo eine positive Ladung haben. Die ist dann entsprechend hier. Stickstoff ist jetzt vierbindig. Ja, das war der erste Schritt. Was kommt jetzt? Das Chlorid kann jetzt hier ran. Dann geht die Doppelbindung wieder zurück zum Stickstoff. Das resultiert dann in folgendem Molekül. So, jetzt habe ich hier wieder mein freies Elektronenpaar, die beiden Methylgruppen. Hier ist wieder unverändert das PCl2, PCl2 und der Sauerstoff. Und hier jetzt sowohl der Wasserstoff als auch das Chloratom wieder im Molekül. So, letzter Schritt, bevor es dann eigentlich mit der eigentlichen Formulierung anfängt. Doppelbindung jetzt wieder hierhin. So. Und jetzt kommt es hier zur Abspaltung. So. Und was ich dann bekomme, bezeichnen wir als Wilsmeyer-Haag-Reagenz. Das sieht folgendermaßen aus. Und hier noch der Rest, der jetzt abgespalten ist. So, das ist aber im weiteren Verlauf eher unwichtig. Für uns interessant hier das Ding hier. Schauen wir mal dabei, Wilsmeyer-Haag-Reagenz. Das war jetzt der erste Schritt. Jetzt kommt der Schritt, wo wir uns mal anschauen, wie ich jetzt mit dieser Wilsmeyer-Haag-Reagenz formuliere. Dazu nehmen wir ein Molekül, was dem einen oder anderen eventuell bekannt sein könnte, und zwar Styrol. So, da ist das Ding. Schauen wir mal dabei, Styrol. Und daraus kann man in einer radikalischen Polymerisation Polystyrol machen. Fehlt noch eine Doppelbindung, die zeichne ich jetzt hier mal in blau ein. So, jetzt ist es auch vollständig. Ich habe auch hier den einen Wasserstoff mal in einer anderen Farbe rausgezeichnet. Das wird später noch wichtig, damit man genau sieht, was hier passiert. Dann brauche ich auch meine Reagenz. Ich versuche das auch schon so zu orientieren, dass wir jetzt nicht gleich andauernd irgendwie drehen müssen. Das ist ja meistens immer etwas lästig. So, hier ist jetzt mein Chloratom. Und auf der anderen Seite der Wasserstoff. Dann kommt es hier zu einem elektrophilen Angriff. Und die Doppelbindung geht zum Stickstoff. So, dann wollen wir mal schauen. Hier ist wieder mein Grundkörper. Jetzt habe ich ja hier in blau das, was vorher die Doppelbindung war, ist jetzt die Bindung zur Wilsmeyer-Haag-Reagenz.
Zeige ich mal den Rest rein. Hier hängt jetzt noch Wasserstoff. Hier das Chloratom. Und hier der Stickstoff. Und natürlich habe ich jetzt hier eine positive Ladung an dem Kohlenstoff. Dann nächster Schritt, wird hier die Doppelbindung wieder zurückgebildet und Wasserstoff wird sich abspalten. Also minus H+. Und dann bekommen wir Folgendes. So, jetzt haben wir, deswegen habe ich lila genommen, jetzt eine Doppelbindung, die jetzt aber mit den beiden Elektronen ist, die vorher beim Wasserstoff waren. Und dann wollen wir den Rest des Moleküls noch zeichnen. Hier nach wie vor Wasserstoff, Chlor und der Stickstoff. So, dann nächster Schritt, wird sich diese Doppelbindung hier anlagern. Was darin resultiert, dass sich das Chloratom verabschiedet, in Form eines Chlorids. Also minus Cl minus. So, jetzt haben wir hier den Grundkörper, den ich eben schon wieder mitgenommen habe. Was haben wir jetzt für eine Situation? Jetzt haben wir ja hier eine Doppelbindung. Stickstoff. Das bedeutet, ich habe jetzt hier eine positive Ladung, weil der Stickstoff wieder vierbindig ist. Nach wie vor hängt hier der Wasserstoff. Das war's. Jetzt, nächster Schritt, jetzt kommt Wasser ins Spiel. Zeichnen wir mal rein, H2O. So, und das wird sich dann hier anlagern, was dazu führt, dass die Doppelbindung wieder zurück zum Stickstoff. Ein Hin und Her. Das sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt habe ich hier nach wie vor Wasserstoff, Stickstoff wieder mit einer Einfachbindung, hier ein freies Elektronenpaar und jetzt habe ich hier Wasser im Molekül drin. Wasserstoff und nochmal Wasserstoff. Positive Ladung ist jetzt hier. Nächster Schritt, wird es zu einer Protonenumlagerung kommen. Das bedeutet, einmal hier ran bitte. Und das Elektron hier zum Sauerstoffatom. Das bedeutet, jetzt kommt Folgendes. Wir sind noch fast am Ende. Da ist wieder mein Grundgerüst. Also nach wie vor hier Wasserstoff. Jetzt Stickstoff, aber neben den beiden Methylgruppen auch noch einmal das Wasserstoffatom, was vorher im Wasser war. Das Wasser hängt jetzt hier, hat jetzt zwei nicht bindende Elektronenpaare, das heißt keine Ladung mehr, positive Ladung, jetzt wieder am Stickstoff, der vierbindig ist. Da ist sie. Jetzt passiert Folgendes, jetzt verabschiedet sich ein relativ großer Teil von der Nummer. Dafür geht jetzt hier ein Elektronenpaar hier hin, macht eine Doppelbindung und der ganze Kram geht weg. Das heißt, wir haben jetzt hier Abspaltung eines Moleküls mit dem klangvollen Namen Dimethylamin. Das ist quasi hier der Stickstoff. Nicht bindendes Elektronenpaar, Methylgruppe, Methylgruppe und der Wasserstoff. Das ist Dimethylamin. Gucken wir mal, was überbleibt. Und zwar jetzt das Sauerstoffatom mit einer Doppelbindung. Ein nicht bindendes Elektronenpaar. Und der Wasserstoff nach wie vor bedeutet, dass jetzt hier wieder die positive Ladung ist. Und auf der anderen Seite hängt nur noch das Wasserstoffatom. Das ist auch gut so. Ihr seht auch, dass wir jetzt gleich am Ziel sind, dass wir eine Aldehydgruppe haben. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache, dass jetzt hier sich der Wasserstoff verabschiedet. Elektronen gehen zum Sauerstoff. Minus H+. Da ist ja der Grundkörper wieder. Jetzt haben wir hier Wasserstoff und Sauerstoff mit einer Doppelbindung. So. Dann haben wir ein Molekül mit dem klangvollen Namen Trans. Das ist Trans-Isomerie, es gibt auch eine Cis-Version von der Nummer. 3-Phenyl. 2
Propenal, besser bekannt als Zimt. Aldehyd. Ja, das ist wirklich ein Molekül, was nach Zimt riecht. Musste ich im Labor mal synthetisieren vor etwas längerer Zeit. Ja, so mache ich quasi hier aus Styrol einem Monomer für einen Kunststoff das Zimtaldehyd, ein Aromastoff, der nach Zimt riecht. Gibt im Internet ein Video, wo das wirklich mal jemand macht, bei Nile Red. Der nimmt sich wirklich Styroporbecher, macht aus dem Polystyrol Styrol und macht dann so eine Wilsmeyer-Haag-Reaktion, um daraus dann das Zimtaldehyd herzustellen. Das ist jetzt quasi hier der theoretische Background. So funktioniert die Reaktion. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.